TV. Herzlich willkommen zu Joe Pedio TV. Ich bin Johannes Queller und heute mal beantworte ich die Frage, was isst du eigentlich so den ganzen Tag? Viele Leute fragen so, ja, ey Joe, was ist denn eigentlich so deine typische Ernährung und was isst du und wie isst du und wann isst du? Da gibt's erstmal krass viele verschiedene Sachen, weil ich mich weniger auf eine bestimmte Sache komplett so einschieße, als dass ich immer so ein bisschen gucke, auch wie ich mich fühle, wie es mir geht. Grundsätzlich 100% Paleo 80% of the time bedeutet, versuche ich so zu 80% der gesamten Zeit immer Paleo zu sein und 20% genehmige ich mir halt fill in your favorite. Also das heißt, egal was, in diesen 20% esse ich alles oder trinke ich alles oder was auch immer. Das heißt, in diesen 20% lasse ich mir gut gehen. In den anderen 80% esse ich eben komplett viel Gemüse, Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier. Und hauptsächlich, um jetzt mal den Leuten so einen typische Woche zu geben. Ich bin jemand, der gerne vorbereitet und im Bulk, also in einer großen Menge einkauft. Und dementsprechend, mir wird es auch nicht langweilig, wenn ich die ganze Woche über Rührei esse und die ganze Woche nur Hack habe, weil ich mir so ein 5 Kilo Eimer Hack geholt habe. Das heißt, typischerweise würde ich eigentlich gar nicht frühstücken. Ich stehe so in der Regel momentan leider zwischen 6 und 7 Uhr auf, wobei ich lieber bis 8 oder 9 Uhr pennen würde. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Das heißt, momentan 6 bis 7 Uhr stehe ich auf, habe dann so meinen Kaffee so um 7, 8 Uhr mit Kokosmilch. Aus logistischen Gründen momentan ohne Butter, aber ansonsten häufig mit Butter und mit Kokosöl. Und dann würde ich irgendwann, je nachdem wie ich arbeite, wie ich terminiert bin, irgendwann zwischen 11 und 13 Uhr meine erste Mahlzeit zu mir nehmen, die üblicherweise aus 8 Eiern besteht in, circa 100, 150 Gramm Butter. Und manchmal, je nachdem wie viel Aufwand ich, beziehungsweise je nachdem wie viel Zeit ich habe und wie viel ich mir vorbereitet habe, würde ich dann halt noch ein bisschen Paprika, Tomate, Zucchini, alles mögliche mit reinschnippeln. Und Zwiebel, oh ja, ist so geil. Und dann würde ich eigentlich, esse ich nichts mehr, trinke super viel. Wenn ich dann vorm Training esse ich eigentlich meistens nichts, also weil ich einfach, ich brauche nicht so einen Pre-Workout-Booster irgendwas. Das heißt, ich esse einfach gar nichts. Und ansonsten würde ich direkt nach dem Training haue ich mir getrocknete Bananen rein oder eine richtige Banane. Entweder ein Whey-Shake oder ein Beef- und Egg-Protein-Shake. Oder gehe dann halt richtig essen. Also, und richtig essen bedeutet dann wiederum ein Menemen, also ein Rührei mit Gemüse türkischer Art. Oder gehe irgendwo essen und hab dann mein Paleo Flatbread in einem Laden, der hier um die Ecke ist. Oder geh ein Steak essen oder hau mir einen Salat rein mit Heringsfilet oder was auch immer. Also irgendwas so Gemüse und Salatiges. Dann, wenn ich entsprechend mir was vorbereitet habe, dann ist es meistens irgendein, Hühnchen oder Rindfilet mit Süßkartoffel-Mash, also Süßkartoffelbrei, Püree, was auch immer. Oder irgendwas mit stärkehaltigen Kohlenhydraten, wie es gibt im Oktober immer schön so ein Hokkaido-Kürbis. Und den kann man sich sehr geil einfach nur in so Stücke schneiden, in den Ofen schieben und dann hat man wie so ein Kuchen, da macht man so ein bisschen Zimt drauf, das schmeckt wie Kuchen. Das ist auch eine super geile Post-Workout-Mahlzeit. Und ansonsten dann halt abends. Abends gibt's dann immer Steak, Pute, und halt ein bisschen Gemüse. Spinat, Brokkoli, Bohnen, also grüne Bohnen, das sind so meine Favorites. Und so würde ich eigentlich so fast den ganzen Tag über essen. Gibt eigentlich immer viel viel Gemüse, viel Fleisch, viel Geflügel, Eier. Und das ist eigentlich so hauptsächlich das, was ich meistens esse. Ist gar nicht so viel Magic dabei. Es gibt halt natürlich, wenn ich jetzt mich auf irgendwas vorbereite, dann ist es ein bisschen anders. Dann gibt's ein paar mehr Regeln. Aber das ist so im Großen und Ganzen das, was ich halt esse. Ich glaube, das ist ein bisschen disappointing, das Video, ne? Weil so fancy ist es jetzt doch nicht. Ne? Ansonsten, mein Dinglish ist mal wieder awesome. Und dabei belassen wir es jetzt. Checkt den Kanal, abonniert die anderen Videos und bis wird.